Hey yo, was geht so liebe Leute und damit herzlichst willkommen zu Let's Play One Piece Burning Blood hier bei Crush4Defic89. Heute am 3. Juni 2016 für Xbox One, PlayStation Vita und PlayStation 4 erschienen und wir spielen die PlayStation 4 Version. Und ich würde sagen, wir starten gleich durch. Ich möchte nur behaupten, dass dieses Spiel, wie immer natürlich, wie bei jedem anderen oder bei so gut wie jedem anderen Release-Projekt, blind sein wird. Ich weiß nur, dass es sich jetzt von anderen One Piece Games, von letzten One Piece Games natürlich unterscheiden wird. Es wird halt wieder ein Beat'em-up. Weil letztes Mal hatten wir Dynasty Warriors Titel und nun geht es jetzt endlich mal wieder mit einem mit einem weiteren Beat'em'up Game in der One Piece Reihe weiter. Und dieses Mal soll es sich wie die Ultimate Ninja Storm Reihe von Naruto spielen. Das dürfte ziemlich interessant werden. Dementsprechend also gehen wir also starten wir gleich durch mit dem Story-Modus mit der Gipfelschlacht. Und da können wir gleich mit der Episode Ruffy beginnen. Ich nehme mal an, es gibt also für jeden Charakter eine bestimmte Episode, denn ich habe nämlich erfahren, dass das Spiel über 40 spielbare Charaktere beinhalten soll. Schon mal ziemlich interessant. Ich denke mal, es dürften alle Charaktere vom ersten bis hin zur zweiten One Piece Generation enthalten sein. Natürlich aber, wie immer, müsst ihr mir natürlich auch in den Kommis posten, was jetzt genau, mit den Charakteren aus der zweiten Generation auf sich hat, denn ich habe leider, wie gesagt, nur bis Water 7 Saga von der ersten One Piece Generation geguckt und ich hoffe mir, dass vielleicht hier eine Story bei der zweiten One Piece Generation wieder eine weitere Story erzählt, weil ich meine, in Pirate Warriors 3 habe ich ja schon ein bisschen, so ziemlich zusammengefasst gesehen, was es, die zweite Generation soweit verläuft. Bislang aber ist ja noch nie im deutschen Fernsehen erschienen. Obwohl, ich werde sie wahrscheinlich auch, nicht gucken können, aktuell überhaupt keine Animes mehr. Aktuell für überhaupt keine Animes mehr Zeit habe. Naja, vielleicht ändert sich das demnächst noch. Vielleicht gucke ich mal ab und zu im Internet nach oder gucke halt auf Pro7 Max, wenn da diese Serien ausgestrahlt werden. Ansonsten, würde ich sagen, starten wir jetzt endlich durch mit der Episode Ruffy. イケデアルポートガス D エースが公開処刑されると知ったルフィ。レースを救うため大監獄インペルダウンへと向かう。しかしエースはすでに処刑場マリンフォードへ送られた後だった。ルフィはインペルダウンの囚人たちと共に処刑場となるマリンフォードへと向かったが、 ルフィ。 まさかクロコダイル、それどころじゃないぞ。なんだあのメンツは。助けに来たぞ。世界を覚悟しろい。久しぶりだな白ひげ。
Wir werden sofort in den Kampf geworfen? Aber ich habe keine Ahnung von der Steuerung. Na gut, ich kämpfe halt mal so. Ja, mit Viereck und Dreieck führt man schon Angriffe aus. Kreis ist Blocken und X ist Springen. Oh, ich kläre Kampfsteuerung. Benutze Bewegungsliste. Pause-Menü, um die Steuerung später anzusehen. Die Bewegungsliste nutzt die Symbole wie Sprung, Abwehr, Angriff. Jede Aktion beschreiben. Ja, ich habe es ja schon herausgefunden. X ist Sprung, Abwehr ist Kreis und die Angriffe sind entweder Viereck oder Dreieck. Geh zur Tastenbelegung unter Optionen, um zu sehen, welche Taste mit welcher Aktion belegt ist. Die Beschreibungen beruhen auf der Annahme, dass du die Standard-Tastenbelegung nutzt. Lass uns mit der grundlegenden Steuerung beginnen. Benutze X, Sprung zum Springen und Kreis zur Abwehr. Okay, bewegen. Sprung. Und Abwehr. Drücke mehrmals Viereck Angriff, um einen rein normalen Angriff auszuführen. Nutze einen Fernangriff. Ah, linker Analogstick nach unten plus. Okay. Sind hier erstmal die normalen Angriffe. Okay, und der Fernangriff. Okay. Nutze für Spezialangriffe eines Karates den Spezialangriff Dreieck und ja. Und belege, also im Analogstick nach unten, Dreieck, auch ein weiterer Spezialangriff. Können einige Charaktere andere Spezialangriffe ausführen? Okay. Das ist Gumgum Pistole. Aua. Und hier ist der Gumgum Stempel. Drücke Angriff und Sprung, um einen Abwehrbruch zu führen. Damit kannst du gegnerische Verteidigung durchbrechen. Okay. So. Alter. Aha! Du kannst mit L, während der Abwehr machst du einen Zeitschritt und vermeidest damit einen Abwehrbruch. Fernangriffe kannst du jedoch nicht ausweichen, auch von normalen Angriffen des Gegners wirst du getroffen. Ja, das hier zum Beispiel. Drücke den Spezialangriff und Abwehr gleichzeitig mit einem Massivabwehrdurchbruch die Abwehr deines Gegners zu durchbrechen und ihm am Zeitschritt zu hindern. Dem entkommt man nicht. Er wird jedoch sehr langsam ausgeführt. Siehst du einen Angriff kommen, schlage mit normalen Angriffen zurück. Okay. Oh, nicht schlecht. Dies ist die grundlegende Steuerung. Du gewinnst, indem du Treffpunkte des Gegners auf 0 reduzierst. Ja, ist was ganz Neues, ne? Okay, dann mal los! Hier, zack, zack, zack. Alter, da schlägt er schon zurück. Na warte, ich spür meine Pistole! Spezialaktion? Wie führt man das aus? Okay, gut zurückgeschlagen. Ja, das ist mal ein ziemlich komplexes Kampfsystem. Aua. Bisschen kompliziert auch auszuführen. Kann man es noch irgendwie kombinieren, die Spezialangriffe mit... Okay, wie geht nochmal der Abwehrbruch? Das jedenfalls nicht. Das ist der Massivabwehr. Oh. Aber das ist der Abwehrbruch. Mit X und Dreieck. X und Viereck. Mann! Ich vermisse immer. Verwechsel das immer. So. Komm her, du. Oh, yeah. Jetzt reiz, hör auf. Das ist echt alles? Wie kann ich Spezialangriff einsetzen? Weil ich habe jetzt eine volle Leiste. Mit Pause, ne? Okay, Bewegungsliste. Können wir uns das mal angucken. Maxe brennen.
Wird Explosion. Ja, und wie macht man Explosion? Gum Gum Gatling. Spezialaktion plus Abwehr und Spezialaktion plus Angriff. Gum Gum Kugel. Spezialangriff. Ist ja die Dreiecktaste. Ja, aber wie führt man Spezialaktion aus? Kann mir das mal einer erklären? Gum Gum Rakete. Sprung bei freigegebenen Talenten. Alter. Das Kampfsystem ist echt komplex. Verbundschlag, verbunden. Ich werde das schon früh das Spiel. Ich werde das schon irgendwie hinkriegen. Super Spezial. Gum Gum Jet Bazooka. Ja, aber wie macht man Explosion? Moment, da habe ich gerade was gemacht. Mit R1. Alter! Aha, Moment. Ah, mit L1 kann ich Spezialangriffe auswählen. Bam, 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 bam. Und KO!相手が誰だか分かってんだろうな。おめえごときじゃ命はねえぞ。うるせえ。お前がそんなこと決めんな。俺は知ってんだぞ。お前海賊王になりてんだろ。海賊王になるのは俺だ。クソ生意気な。足引っ張り合ったら承知しねえぞ。あなったれ。 Okay. 110.000 Berry. Nicht schlecht. Ah, Level up. Also Level System. Das gefällt mir doch, wenn ein Level-System enthalten ist. So mag ich das doch. Ey. Sehe ich richtig? Jeder Karte bekommt das ab? Okay, das ist nice. So. Das ist Zusatzkapitel-Anforderung. Mit einem erfolgreichen ersten Angriff gewinne mit mehr als 80% TP. Zusatzkapitel? What? Und man kann die Charaktere auswählen, ne? Bon Curry. Ja. Mr. Two als Nami. Whitebeard Mythos. Law Heart. Sabo Ruby. Der sieht aus wie Muten Roshi. Natürlich auch der Flamingo. Duell. Law, Duell. Was sind das alles für Charaktere? Ah! Und Ruffy als Afro Tyson. Kung Fu Ruffy. Was sind das alles für Charaktere? Koala? Wer ist denn dieser Koala? Kenne ich die vielleicht irgendwo? Und vierter Gang Ruffy, natürlich. Ah, von denen habe ich aber schon mal gehört. Der sieht dann wirklich so extrem krass aus. Sieht aus wie eine aufgeblähte, muskelgepackte Kugel und auch die Muskeln seiner Arm sind total aufgepumpt und schwarz gefärbt. Sieht irgendwie strange aus. Also Zusatzkapitel kann man noch freischalten oder wie oder was? Wie steht's hier? Also wie steht's hiermit? Das wird gar nicht angezeigt. Boah, ich weiß nicht, ob ich diese Zusatzkapitel alle freischalten möchte. Aber ich kann es mal probieren. 100% Let's Play, wie gesagt, wird das jetzt natürlich nicht. Also, falls ich es nicht schon erwähnt habe. Okay, machen wir gleich mit dem nächsten Kampf weiter. Wiedervereinigung, Kräfte messen. Marine und Piraten kämpfen. Auf dem Eis kämpft jemand, der eine merkwürdige Beziehung zu Ruffy hat.
Okay, dann mal los. エースが捕らわれている処刑台へ向かうルフィ。仲間たちと共に凍った海を駆ける。だが、そんなルフィの前に一人の海兵が立ちふさがった。 Natürlich Captain Smoker. Wer auch sonst. Obwohl, jetzt heißt es sogar schon Vizeadmiral Smoker. Oh, für einen Spezialangriff aus. Halte L1 Spezialangriff und drücke dann. Ah! Ja, jetzt auf einmal kommt das? Ich bin auch schon selber darauf gekommen. Okay. Gum-Gum. Aua! Ja, zum Glück erleide ich dabei keinen Schaden, oder? Gum-Gum Gatling. Gum-Gum Kugel. Au! Voll in die Fresse. Und Gum-Gum Bazooka, wie führt man das aus? Mit Abwehr, ne? Ah. Aber da ist er viel zu schnell. Der Anzeige unten links ist eine Brennanzeige. Wenn es maximal gefüllt ist, drücke R3. Moment, R3. Was ist doch mal für eine Taste hier? Ist es vielleicht die Touch-Taste? Gut möglich. R3. Sonst sehe ich nur einen Options-Button. Oder den rechten Analog-Stick drücken. Ja, ich werde schon herausfinden. Probieren wir es mal. Wenn du mich mal lässt, Alter. Jetzt ist mal Schluss. So, jetzt ist mal Schluss damit. Ah ja, rechter Analogstick drücken. Und jetzt der zweite Gang. Entfache die Geheimkräfte des Kraters. Drücke R3, während Explosion mit einem mächtigen Super-Spezialangriff auszuführen. Führe einen Super-Spezialangriff aus, wenn dein Gegner geringe TP hat, um einen mächtigen Großschlag zu landen. Okay. Komm her. Alter. Das wirst du büßen. Jetpistole. Ja, nice. Und Jet Bazooka. Oh, der dritte Gang, ja. Bim. Boah. Ich habe ihm fast die Hälfte seiner KP abgenommen. Oh, oh. Ah, ich dachte schon, ich bleibe auf ewig klein. Na schön, noch einmal. Explosion. Zweiter Gang. Alter. Hey, kann ich ihn nicht von der Ferne damit treffen? Ah, das ist echt nicht einfach. Jetzt reicht's. Komm schon, triff ihn. Yes! Ist das sein Ende? Hm. Wäre schon schön, wenn ich damit jetzt fertig machen könnte. Anscheinend, weil die Trophäe beweist das. Bam! K.O. Alter. Sonata, kanarazu ikite koko e kuru to shinjite otta. Kore wo ani no tejou no kami ja. Hankoku! Omei te yatsu wa! Arigato! Oni kiru yo! Yo 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 no ja yo no ja, kini sezu sakki o isogu no ja, Luffy. Arigato! Ikase ne zo, Mugiwara! パティアムフェブル。不届き者、控えよ。ここはわらわが通さぬ。海軍の邪魔をしててめえが後でどうなるか分かってんのか。何をしようともわらわは許される。 Ich sagte, Hancock ist klasse, aber ob es wirklich zwischen den beiden klappen wird,
Werde ich ihr schon gönnen, weil Hancock ist schon ziemlich cool. Aber irgendwie weiß ich nicht, ob Ruffy überhaupt jemals Interesse an ihr gewinnen wird. Der ist ja in meiste Zeit wirklich so verkalkt, dass er überhaupt nicht Notiz von so, dass er überhaupt nicht, dass er wahrscheinlich auch überhaupt, dass er, wie soll ich sagen, dass es schwer sein wird für ihn, von ihr Notiz zu nehmen. Ja, das gibt ein Level Up. Ich frag mich, wie viel Maximallevel man hat. Wieder Level 100? Aber es ist gut, dass alle Charaktere Level, also Erfahrungspunkte bekommen, auch wenn es nur 10% sind. Aber das passt schon. Ich find's gut. Hier gibt es keine Zusatzkapitelbedingungen. Vielleicht kann ich das hier nochmal versuchen. Kann ich mal offscreen probieren. Falls es da noch ein Zusatzkapitel gibt. Naja, gut. Ansonsten geht's im nächsten Part weiter mit Hiebe der schwarzen Klinge. Und wir haben als Partner... Sein Name habe ich vergessen, aber der ist auch Schwertkämpfer. Ich glaube, er kämpft mit den Degen und gehört ja zu Whitebeards Bande. Bo Hancock gibt Ruffy den Schlüssel zu Aces Retter, aber dann taucht Falkenauge auf. Falkenauge, ui. Der dürfte ein sehr interessanter Gegner werden. Aber gut, jetzt habt ihr meinen kleinen Ersteindruck zu One Piece Burning Blood bekommen. Ich muss sagen, das Kampfsystem ist ja wirklich ganz schön komplex. Ziemlich interessant. Aber es dürfte schwer werden für mich, mich an diese neue Steuerung zu gewöhnen. Aber bestimmt werde ich das doch bis zum Ende hin beherrschen, weil aktuell ist es ja noch recht einfach. Macht euch also keine Sorgen. Leute, ich werde da schon ein Skill entwickeln können. Gut genug, um zumindest durch die Story kommen zu können. Und ja, wenn es zu gefallen wusste, dann bitte ich dich zu bestätigen, mir einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Heute werde ich auch wieder versuchen, auch heute noch einen Part rauszubringen und einen weiteren. Und ich hoffe, ich sehe euch dann dort auch wieder. Also, seid gespannt und klickt wieder rein, euer CrushVodific89. Bis zum nächsten Part von Let's Play One Piece Burning Blood. Also, auf Wiedersehen und tschüss, Leute. Ja.